Ja, hallo liebe Freunde der leichten Unterhaltung und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode World of Warships. Ich bin wie immer nicht allein, mit dabei ist heute der... Richtig, niemand. Ich bin tatsächlich allein. Das allererste Mal, dass ich alleine aufnehme, aber das auch nur aus einem einzigen Grunde. Das hier ist nur eine kleine Runde, ein Spaßgefecht könnte man sagen. Und ja, eine Kanal-Info-Folge. Das heißt, ich erzähle euch gleich ganz in Ruhe, was sich bei uns ändert und warum. Was damit zu tun hat, dass ich mir auf YouTube für den Kanal das Analyse-Tool mal zur Brust geführt habe und mir mal angeschaut habe, wann da was eigentlich wie gut ankommt. Insgesamt kann ich euch deswegen jetzt auch nicht sagen, wie lange diese Folge hier dauern wird. Es kann sein, dass hier der Spaß in 5 Minuten vorbei ist. Oder halt auch in 10 Minuten. Kommt jetzt halt so ein bisschen darauf an. Ja, was hat sich geändert? Das ist im Prinzip ganz einfach gesagt. World of Warships kommt insgesamt relativ gut an. Ark kommt mittelmäßig bis, man kann schon sagen, schlecht an. Bei Ark, denke ich mal, liegt es daran, dass Ark halt nur einmal die Woche kommt. Dementsprechend möchten wir Ark ein bisschen pushen, weil das doch eigentlich das Spiel ist, das uns ein bisschen mehr Spaß macht, zumindest auf Dauer. Wenn ich jetzt hier jeden Tag World of Warships spiele, dann habe ich das auch irgendwann über. Nichtsdestotrotz, das ist halt ein tolles Spiel und ich mag es wirklich sehr. Aber jeden Tag irgendwie so und so viele Gefechte fahren, das ist dann auch was. Egal. World of Warships wird es weiterhin geben. Weiterhin dreimal die Woche. Allerdings wird es dann montags, mittwochs und freitags kommen. Und nicht mehr wie gehabt Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Da die Sonntagsfolgen im Durchschnitt wirklich schlechter von den Klickzahlen, von den Views her. Auch die Kommentare sind viel weniger. Nicht, dass ich überhaupt viele Kommentare hätte, aber die paar. Vielen Dank, Harry. Ja, die sind in den Sonntagsfolgen auch noch ein bisschen weniger. Aber das soll ja nicht eure Schuld sein. Ne? Das ist ja mehr mir geschuldet, dass ich gesagt habe, wir machen das so und ich mache auch keine große Werbung für den Kanal. Es läuft halt und wer es guckt, guckt und wer nicht guckt, der guckt halt nicht. Ne? Ganz einfach. So, welche Konsequenz hat das, dass World of Warships Montag, Mittwochs und Freitags kommen? Ganz einfach. Ark würde normalerweise ja auch am Mittwoch kommen. Das ändert sich dementsprechend jetzt auch. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ark wird jetzt dienstags und donnerstags kommen, also zwei Folgen. Und wir hoffen, dass dadurch der gewünschte Input ist, so dass wir vielleicht und, das mehr gucken. Ja, also ich meine, ich kann in dem Fall kann es wirklich nachvollziehen, dass man vielleicht dann Ark nicht verfolgt weiter. Ich finde es ja schon bei einer Fernsehserie schwierig, wenn sie nur einmal die Woche kommt oder so.
Highlights, die dann, was weiß ich, immer nur 20 Uhr kommen oder sowas. Damit kann ich auch nicht so viel anfangen. Ich gucke Serien gerne am Stück und ich kann absolut nachvollziehen, wenn ihr das dementsprechend auch tut. Mein Aiming war ganz schön auf. Ja. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Wo war ich? Achso. Ja. Ich kann das nachvollziehen, dass wenn es nur eine Folge gibt die Woche, dass das zu wenig ist, weil man nach einer Woche vielleicht dann schon wieder vergessen hat, um was ging es denn eigentlich letzte Woche. Also wir haben da ein bisschen vorproduziert und werden dementsprechend jetzt zwei Folgen die Woche bringen. Ich hoffe, dass ARK dadurch besser ankommt. Ja, was gibt es sonst so Neues? Achso, ja, na, bei ARK müssen wir generell mal ein bisschen gucken. Haben wir tatsächlich in letzter Zeit, also seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, ein paar Schwierigkeiten. Wir haben das Problem, dass wenn man jetzt auf den Server rauf geht, so, nach ein, zwei Tagen, dann ist der Server leer. So wie wir das damals schon mal hatten, wo wir dann die neue Base aufgebaut haben. Was heißt damals für euch? Ist das, glaube ich, gerade eine Woche her. Aber im Prinzip ist es genauso wie da. Wir kommen auf den Server rauf, auf einmal ist alles weg. Diesmal haben wir versucht, Backup einzuspielen und das ging auch möglicherweise. Natürlich die Frage, ob das jetzt weiter so bleibt, weil wir das jetzt dieses Phänomen quasi ein paar Tage haben. Und das ist schon ein bisschen anstrengend, dass immer, wenn man dann spielen und aufnehmen will, eigentlich erst wieder ein Backup aufziehen muss. Dann das Spiel fortsetzen kann. Das ist nervig. Aber gut. Viel ist uns nicht verloren gegangen. Aber wir zeigen auf jeden Fall dann alles, was zwischendurch so passiert ist, natürlich. Da werden euch keine Infos fehlen. Wir werden dann schon dafür sorgen, dass ihr alles mitbekommt. Ich hier die ganze Zeit alleine quatsche und eigentlich schon gar keine Ahnung mehr habe, worüber ich mit euch reden soll, weil das, wie gesagt, ja auch das erste Mal ist, dass ich alleine etwas aufnehme. Fehlen mir die Worte. Und trotz dessen, wo ich jetzt erwartet hätte, dass ich schlecht spiele, was ich gefühlsmäßig auch tue, sind wir bei 2 Kills. Waren bestimmt jetzt nur Abstauber-Kills. So würde ich das mal nennen. Naja, ein Sieg ist ein Sieg. Vielleicht durchbricht das ja endlich mal meine Pechsträhne. Vielleicht liegt es ja auch nur an den anderen. Ich weiß es nicht. Ja, die Schuld auf andere zu schieben, ist ja immer einfacher. Ne? Wenn der Finger auf andere zeigt, zeigt er nicht in die eigene Richtung. Ne? So, wollen wir den einen Kreuzer da hinten noch versenken? Ist es? Was ist das, ne? Eine Irie. Okay. Den haben wir noch. Ja,
Schönes Spiel, schöne Infofolge. Schade, dass die Jungs nicht dabei waren, aber dafür können sie nichts. Eigentlich hätte diese Infofolge gestern kommen sollen als Ersatz zu Episode 17, aber ja. Leider war es in der Nachbarschaft etwas lauter und daher konnte ich nicht aufnehmen, ohne Störgeräusche drauf zu haben. Und das wollte ich euch einfach nicht antun. Das ist jetzt quasi immer noch die Ersatzfolge Episode 17 für heute Montag. Und Dienstag, Freitag bekommt ihr wieder die normalen Folgen. Ich weiß noch nicht, ob wir sie bei der Länge lassen. Aber zwei Gefechte klingt eigentlich immer ganz nett. Ja, das war's. Ich hoffe, euch gefallen die Infos. Wenn ihr persönliche Anregungen, Anmerkungen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Für Leute, die das erste Mal hier drauf sind, gerne auch ein Abo, freue ich mich besonders drüber. Und an alle, die mich die ganze Zeit unterstützen, liken, teilen, kommentieren, vielen, vielen Dank dafür. Macht bitte weiter so. Es freut mich sehr. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Schiffe versenken. Bis dann. Ciao.